Ich habe nicht erwartet, dass mich das Ref so überrollt. Wenn ich gesagt habe, ich steige aus, wurde mir gesagt, ach ja, klar, bei den Schülern von heute kann ich das wohl verstehen. Nein, das lag nie an ihnen, sondern es lag am System dahinter. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann diesen Traum aufgebe, weil das halt schon immer mein Traum war. Aber ich konnte das auf Dauer einfach nicht stemmen. Ich bin Calliope, ich bin 27 Jahre alt. Es war schon immer mein Traum, Lehrerin zu werden. Und diesen Traum musste ich leider aufgeben aufgrund des zu hohen Druckes von Seiten des Schulsystems. Der Traum, der kam sehr früh in der Grundschule. Die Grundschule war für mich halt ein sehr toller Ort, in dem ich mich gut aufgehoben habe. Da war ich so in der dritten, vierten Klasse. Ja, da haben sich halt auch meine Eltern geschieden. Meine Mutter war alleinerziehend. Es gab in meinem Leben sehr viele tolle Lehrkräfte. Also, dass ich das Gefühl hatte, hey, da gibt sich jemand Mühe, Vertrauen zu mir aufzubauen. Und dass ich das Gefühl habe, ich kann zu der Person hingehen, wenn es mir nicht gut geht und fühle mich halt gesehen. Ich bin gerade an meiner alten Schule, hier habe ich das Abitur gemacht und habe auch mein erstes Praktikum gemacht. Ja, hier hat sich auch mein Wunsch verfestigt, Lehrerin zu werden. Der Kontakt zu Schülerinnen und Schülern, das hat mir unheimlich viel Freude bereitet. Mit 24 Jahren bin ich direkt ins Referendariat gestartet. Das Ganze geht 1,5 Jahre. Ich habe nicht erwartet, dass mich das Ref so überrollt. Ich habe Englisch und Philosophie auf Lehramt studiert. Ich hatte zwar ein paar Praxisphasen, aber die spiegeln auch einfach nicht die Realität des Schulalltags wider. Also du stellst dich dahin, du führst 1-2 Stunden und denkst dir, auch habe ich das toll gemacht. Also das war zumindest bei mir der Fall. Ich krieg positive Rückmeldungen, ja super. Aber im Referendariat läuft das Ganze ganz anders ab. Hey, alles gut? Ja, bei dir? Na ja, wie war's? Gut. Was machst du? Kochen. Geht? Ja, kannst du mitnehmen. Calliope war vor dem Ref natürlich immer sehr, sehr kreativ, ne? Ein sehr offener Mensch, immer gut gelaunt. Direkt nach der ersten Woche durfte ich auch schon, beziehungsweise wollte auch unterrichten. Ja, und so eine richtig andere Wahl hatte ich ja auch nicht, weil ich ja auch Unterrichtsbesuche vorbereiten musste. Das bedeutet, dass meine Fachleiter zu mir in den Unterricht kommen und mich dann auch bewerten. Parallel dazu hat man eigenen Unterricht. Das waren bei mir circa 10 Stunden, wo ich sag mal, komplett unbeaufsichtigt unterrichten durfte, mich ausprobieren durfte. Das fand ich eigentlich am coolsten. Und dann gibt es auch den sogenannten Ausbildungsunterricht, wo man halt jeweils bei einem Kollegen oder einer Kollegin ist, die halt das jeweilige Fach unterrichtet. Und da, ja, wird man natürlich auch bewertet. Also da gibt man am Ende, kriegt man dann ein Gutachten. Da saß ich manchmal auch echt bis Mitternacht, 1-2 Uhr morgens und habe die Stunden vorbereitet. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie du sich verändert hast. Diese Happy Aura, die du hattest immer zu Hause, die war weg. Also das war, das hat man relativ schnell gemerkt. Und das war schon traurig. Also es hat auch dann eine schlechte Stimmung zu Hause halt, für zu Hause natürlich gesorgt. Du willst der Person halt einfach sagen, hey, lass es doch einfach, wenn du, also das nimmt so viel weg von dir, das verzerrt dich sowas von, dass du dann denkst, okay, lass es doch am Ende des Tages. Du bist am Ende, wenn du damit fertig bist, bist du nicht mehr du. Aber du, ja, hast weitergemacht, ne? Und du hast es durchgezogen. Ja, und auf jeden Fall meinte ich halt, dass diese Woche nicht klar geht. Dann kam halt das neue Jahr und ich wusste, okay, in einer Woche beginnt die Schule. Ich habe hier noch Klausuren, die korrigiert werden müssen. Ich muss noch Unterricht vorbereiten. Dann habe ich mich halt vor den Klausuren gesetzt und wollte korrigieren und ich konnte einfach nicht. Ich weiß noch, ich saß da in meinem Sessel komplett zusammengekauert und mein Herz hat gerast und ich habe es einfach nicht hinbekommen, diese Klausuren anzufassen. Mein Freund kam rein und meinte, was ist los? Und ich bin dann komplett zusammengebrochen, habe geweint. Ich so, ich krieg's einfach nicht mehr hin. Ich schaff's nicht mal, die Klausuren fertig zu korrigieren. Du stehst unter ständiger Beobachtung. Der Schulalltag ist auch einfach ein anderer. Also man unterschätzt auch, wie viel Arbeit man mit nach Hause nimmt. Es dauert natürlich erstmal zu verstehen, wie der Workload ist von einem Referendariat. Wenn man sich so die Stunden anschaut, die ein Lehrer in der Schule verbringen soll, bei so 15 Stunden.
Ne? Genau, und, sind die reinen Unterrichtsstunden. Ja, genau, genau. Und das ist eben das, was erstmal einen so ein bisschen verwirren kann, wenn man sich denkt, okay, 15 Stunden, derjenige, der 40 Stunden die Woche arbeitet, wird das erstmal belächeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon nicht ausgenommen. Aber was viele Leute unterschätzen, ist eben die Arbeit, die zu Hause gemacht werden muss. Da läppern sich schon mal ganz schnell 50, 60 Stunden zusammen, ne? Wenn nicht sogar mehr. Der Prüfungstag, also vom Examen, der war natürlich ziemlich lang, sehr anstrengend. Das war ja, es ging ja wirklich von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr, ja, wo ich in einer Dauerprüfungssituation war. Und ja, der verlief ja auch nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Und ich erinnere mich halt auch daran, dass, ja, als ich dann die Note endlich hatte und ich durch damit war, wollten wir jetzt zum Essen gehen. Und ich saß im Auto und so, plötzlich fing ich so an zu heulen. Du siehst einer Person einfach an, wenn diese Last weg ist. Sie ist weg. Das war bei dir auf jeden Fall so. Ich glaube, erste Zweifel am Beruf hatte ich schon gegen Ende des Refs. Ich erinnere mich auch daran, dass ich mit ja, zwei Kolleginnen, mit denen ich mich auch gut verstehe, darüber gesprochen habe, dass ich nicht ganz sicher bin, ob ich direkt nach dem Ref weiter als Lehrerin machen will, ob ich was anderes ausprobieren will. Gut schaust aus. Dankeschön, du auch. Diesen Stress, den du jetzt schilderst, das ist auch das, was wir wahrnehmen. Sehr wenig Zeit zum Ankommen und müsst, weil ihr so kurz das Referendariat ist, schon in dieser ersten Zeit schon UBs machen. Ja, quasi von jetzt auf gleich mit 9 Stunden einsteigen. Das ist so, als würde man einen Lehrling sofort an die Maschine schicken und dann sagen, mach. Na, und das ist extrem stressig. Mhm. Wir sind mittlerweile Elternberater, Elterntherapeuten, Kindertherapeuten, Psychologen, Reisebüro. Und das alles soll in den Unterricht integriert werden, was aber eigentlich Erziehungsarbeit der Gesellschaft ist und auch der Eltern. Jedes Wochenende durcharbeiten, das muss man erstmal alles irgendwie koordiniert kriegen. Und das, glaube ich, ist in 1,5 Jahren Referendariat kaum zu leisten. Gehe ich zu 100% mit. Ne? Also das waren natürlich auch Dinge, mit denen ich konfrontiert wurde. Ich sag mal, psychische Belastung auch bei Schülerinnen. Dafür bin ich leider nicht ausgebildet. Ich kann für mich persönlich jetzt nur feststellen, dass ich meine Stundenzahl reduzieren musste, um meinem Anspruch noch gerecht zu werden. Und eigentlich muss man es so hart formulieren, ich bezahle mit der Hälfte meines Gehaltes dafür, dass ich den Job noch auf dem Niveau erledigen kann, der notwendig und von mir erlernt ist. Ich bin eigentlich eher ein sehr positiver Mensch. Das hat sich da sehr verändert, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, was ich nicht verändert habe, war wirklich also meine Liebe, sage ich mal so, den Schülerinnen und Schülern, dass ich da helfen wollte. Aber zum Schulsystem, also ich habe da eine extreme Enttäuschung erfahren und ja, da meine Einstellung hat sich schon sehr verändert. Also der Schule, an der ich mein Ref gemacht habe, mache ich selber keine Vorwürfe. Ob sie jetzt Schulleitung, Ausbildungslehrer, Ausbildungsbeauftragte sind. Wenn deren Aufgabe ist, mich die ganze Zeit zu beobachten, dann ist das halt deren Aufgabe. Und ich sehe da vielmehr ein systemisches Problem. Am Ende des Refs stand sehr viel Unsicherheit erstmal in mir. Ich wusste ja nicht wirklich, wie es weitergeht. Ich muss erstmal für mich herausfinden, was ich jetzt will, was mir gut tut, ein paar andere Dinge ausprobieren und habe dann erstmal eine Vertretungsstelle angenommen. Ja, dann bin ich an eine Sekundarschule, also komplett andere Schulform. Von einem Schüler, der theoretisch auch auf dem Gymnasium hätte sein können, bis hin zum Schüler, der eigentlich an eine Förderschule musste, war alles dabei. Und irgendwie musst du das abdecken. Das heißt, alleine wirst du dem Ganzen nicht gerecht. Dass man als Einzelperson das stemmen sollte. Und das finde ich auch eine Frechheit gegenüber den Schülerinnen als auch den Lehrkräften, dass das von jemandem verlangt wird. Die finale Entscheidung kam ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, den Job zu verlassen. Das war ja ein sehr, sehr langer Prozess. Also ich habe mich mit erfahrenen Kollegen ausgetauscht, auch mit Freunden. Und ich habe dann halt auch immer geguckt, okay, wo könnte ich vielleicht da Hilfe bekommen? Und dann habe ich über Instagram Isabel Probst gefunden. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo, schön, dass du da bist, Kaloki. Ja, danke schön. Hi, komm rein. Ja, vielen Dank. Ich bin auch ehemalige Gymnasiallehrerin, war auch verbeamtet, bin dementsprechend den Weg auch gegangen.
Zu mir kommen im Grunde Personen, die die gesamte Altersspanne des aktiven Schuldienstes abdecken. Und auch alle Schulformen sind vertreten. Es gibt Personen, die arbeiten an unglaublich herausfordernden Schulstandorten, haben deswegen einen sehr, sehr hohen psychosozialen Stress. Viele stellen sich auch die Wertefrage. Das heißt, abgesehen von der Mangeldebatte, die wir alle kennen, wir haben zu wenig Leute, geht es ja auch darum, wie kann ich eigentlich arbeiten? Also die Qualitätsfrage, kann ich so unterrichten, wie ich es für richtig halte? Und das verneinen viele Lehrkräfte und haben im Grunde täglich das Gefühl, ich arbeite und ich tue in meinem Alltag Dinge, die sind nicht nur nicht richtig, sondern sie sind auch aktiv schädlich für meine Schülerinnen und Schüler. Nachdem ich das Coaching angefangen habe, habe ich mich auch geöffnet, auch im Kollegium und gesagt, hey, ich habe mich entschieden, nach den Sommerferien werde ich aussteigen. Und da waren erstmal alle, also total interessiert aber. Also dann hat man gemerkt, wie vielen es so geht. Letztlich geht es ja um Kinder. Es geht darum, man kennt die Mangelsituation in Schule, man will die Leute nicht im Stich lassen. Viele empfinden das als unheimlich tröstlich, zu sehen, dass es anderen auch so geht. Weil man hat so harte Schuldgefühle. Hi! Hi. Freut mich, ich bin die Calliope. Hi. Hallöchen. Schön, dich kennenzulernen. Kali. Was ich aber auch sehr spannend fand, war doch, als ich mich dann auch in der Schule mal ein paar Kollegen gegenüber geöffnet habe, dass da doch die Reaktion kam von einigen zu sagen, krass, finde ich sehr mutig. Aber dann frage ich mich, ist es nicht irgendwann auch einfach nur nervig, wenn dir alle Leute sagen, wie mutig du bist? Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Du hast ja keine Wahl, ne? Oh, ich mache das nicht, weil ich mutig bin, ich mache das, weil ich verzweifelt bin. Ich habe mich immer so auf eine Schiene gesetzt gefühlt. So, jetzt habe ich das Lehramtsstudium gemacht, das Referendariat. Die Schiene führt weiter bis in die Pension auf dieser Linie. Und dann habe ich Abweichungen gezeigt bekommen, also dass ich mit meinen Kompetenzen, die ich habe, einfach auch noch viele andere Optionen habe. Also ich habe durch das Coaching vor allem gemerkt, dass ich eine Phase nachhole, die ich eigentlich nach dem Abitur gebraucht hätte. Also dieses, ich lerne mich kennen, ich hinterfrage mich. Ich glaube aber nicht, dass das der Beruf oder das Schulsystem oder was auch immer per se schuld ist. Ich würde immer noch sagen, es ist ein toller Beruf, Lehrkraft zu sein. Und ich glaube nicht, dass das für jede Lehrkraft, die unzufrieden ist, bedeuten muss, ich muss raus aus dem Schulsystem. Nein, es gibt auch innersystemische Schrauben. Aber auch da fehlen mir persönlich einfach die Möglichkeiten, die rauszufinden für sich. Ich habe dann im Coaching rausgefunden, dass ich auf jeden Fall nicht mehr als Angestellte arbeiten möchte und dass ich mich selbstständig mache. Ich glaube auch, es sollte selbstverständlicher sein, dass auch Lehrkräften die Option zusteht, den Beruf zu wechseln. Dass das einfach so normal wird, wie in anderen Berufen auch. Nach dem Coaching wollte ich gerne in die digitale Bildung gehen und habe da relativ schnell einen Job bekommen, allerdings im Vertrieb. Das habe für mich dann auch festgestellt, okay, Geld ist auch gar nicht so ein Antreiber für mich. Habe mich dann dazu entschieden, zu kündigen. Ich muss jetzt nicht direkt in einen Job finden. Ich habe Zeit, um mich jetzt auch mal auszuprobieren. Ich wünsche mir auf jeden Fall für meine Zukunft, dass ich auch, ich sag mal, den richtigen Job für mich finde. Einen, der mich nicht komplett ausbrennt und für den ich zumindest ein bisschen Leidenschaft habe. Also es gibt Tage, wo ich mir auch manchmal denke, vielleicht gehst du auch irgendwann zurück. Aber so wie es im Moment ist, ist es schon ganz gut so. Dass du die Zeit mit mir durchgemacht hast. Und ich bin echt froh, dich da an meiner Seite gehabt zu haben, weil ich nicht weiß, ob ich das sonst bis zum Ende geschafft hätte. Ich bin extrem stolz darauf, dass du diesen Schritt gemacht hast und für dich bemerkt hast, was für dich wichtig ist. Das ist mutig. Ich freue mich auf jeden Fall auf Neuanfang. Definitiv. Bist du auch schon mal aus einem Job ausgestiegen, weil es nicht gepasst hat? Oder fühlst du dich in deinem Job wohl? Schreib's gerne in die Kommentare.